Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Agriva Games Dings, Leute. Heute soll es mal darum gehen, also in der ersten Video soll es darum gehen, dass Abgeher mal wieder am Wochenende gestreamt hat und da wieder mal einige Leute donated haben, die sich eine Merch-Vergrößerung gewünscht haben und es auch dementsprechend bekommen haben, Leute. Ich finde das mittlerweile einfach nur noch lächerlich, dass man einfach nur bei Abgeher in den Stream gehen muss, einfach 10 Euro denn muss sagen, ja, ich will 50er Merch-Vergrößerung haben. Ist egal, ob es gut aussieht oder nicht, das Plot kriegt trotzdem mit die Gehörung. Und Leute, die nächste News ist, dass aus den Supreme-Kisten bald dieses TNT entfernt wird, was 150k wert ist. Deswegen habe ich gestern auf TS getroffen. Das wurde auch nochmal im Forum angekündigt, dass es bald entfernt wird. Das ist im Moment 150k wert, Leute. Und danach wird das natürlich ein bisschen in die Höhe schießen, schätze ich mal. Auf so 200k, dann wird der natürlich ordentlich Gewinn machen. So Leute, und im Moment wird Griefer Games von Bots angegriffen, Leute, und deswegen kann es sein, dass die Server-Performance mal öfters ein bisschen nach unten geht und halt der Server entsprechend leckt. Das habe ich in letzter Zeit auch schon bemerkt, wo ich bauen will, bin ich etwas ausgerastet. Und zwar, Leute, wurde jetzt auch eine neue Regel hinzugefügt, und zwar für größere Clans, die jetzt, sagen wir mal, ein Event machen oder für große YouTuber. Wenn die ein Event machen auf dem Citybit-Server, können die alles machen. Aber wenn denn der Server abschmiert oder dadurch Lecks entstehen, werden die Verantwortlichen dafür bestraft und also die das Event organisiert haben, Leute. Ist in meinen Augen irgendwo ein bisschen verkehrt, weil sie tun ja was für die Community und sie dafür noch zu bestrafen, dass die Community da alle mitmachen wollen, ist eigentlich in meinen Augen falsch, Leute. Dafür die Verantwortlichen zu bestrafen. Denn Griefer Games kann überhaupt froh sein, dass sie noch Spieler haben, die sowas machen. Gut Leute, dann würde ich sagen, wenn euch diese kleine News-Folge gefallen hat, könnt ihr gerne mal ein Like und ein Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.